Okay. Ja, hallo. Die Kunst des Testens. Der Titel stammt jetzt nicht von mir, das Bild schon. Das ist aus dem MoMA in New York. Und zwar, das ist witzig, das ist im Grunde genommen nur eine weiße Leinwand. Da steht dann drunter White on Linen. Super. Ich habe da was draufgeschrieben und das ist mein Vortrag. Es geht ums Testen, so. Und ich glaube, der Zugang zu diesem ganzen Testing-Thema ist ziemlich schwierig, aus meiner Sicht zumindest. Ich habe da immer so ein Problem gehabt, wie komme ich da rein und wie verstehe ich das oder wo kriege ich den Pack an? Und den größten Erfolg, dass ich das besser verstehe, ist einfach zu tun. Und genau das will ich auch hier machen. Ich will gar nicht große Reden schwingen, nicht erzählen über, was man machen soll, ob man dass man Code so schreiben soll, dass man ihn lesen kann oder dass man keine statischen Methoden benutzt und solche Sachen. Diese ganzen Sachen, die gibt's tausend Vorträge darüber. Ich möchte jetzt was zeigen und ich möchte zeigen, im Grunde genommen, es gibt diesen Begriff TDD oder BDD, Test-Driven Development, beziehungsweise Behavior-Driven Development. Und ich möchte ganz gerne diese Behavior-Driven Development-Sache machen. Die möchte ich mit euch machen. Und die mache ich jetzt auch einfach. Das ist nämlich schon, das war schon die Einleitung. Und jetzt geht es quasi schon direkt los. Wir machen zusammen ein ganz einfaches Beispiel und nutzen ein Tool, das sich PHP Spec nennt. So, gesagt, keine langen Reden. Machen wir uns mal ein neues Tab hier auf. So, also man kann. Was könnt ihr? Ihr könnt gar nichts sehen. Super! Genau, das war der Trick. Ah, der Trick mit dem Bildschirm anordnen, Bildschirme synchronisieren. So, jetzt könnt ihr ein bisschen was sehen, aber noch nicht. Aber an der Seite fehlt was, ne? Gut, das hatten wir vorhin auch schon mal. Das haben wir da behoben. Warte. So. Okay, gut. Das ist PHP Storm, kennen vielleicht einige Leute. Und das ist ein Terminal. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist in Final zu finden. Da gehen wir dann hin, falls irgendwas nicht funktioniert, weil das alles so live zu machen, ist ja gar nicht so einfach. Wir nutzen jetzt erstmal Composer und sagen Composer init. Und drücken so ein bisschen mal Yes. Search for a Package. So, was wir brauchen PHP Spec. Da sucht er jetzt für. Und ich brauche meine Brille. Wir nehmen das. Könnt ihr machen, ja. Mach mal das Licht aus, genau. Okay. So, wir nutzen 220. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt haben wir also unser Composer Init, unser Composer-File gemacht und das dürfen wir jetzt hier sehen. Unsere JSON-Datei, da steht für unser Development, brauchen wir PHP Spec. Super. Also können wir ein Composer Update machen. Composer Update. Okay. Jetzt holt er sich PHP Spec runter. PHP Spec ist ein Tool, um quasi Unit-Tests zu schreiben.
ein bisschen anders, als man das von PHP Unit kennt. PHP Unit ist aus meiner Sicht, also es ist nichts falsch dabei, nichts falsch daran, PHP Unit zu verwenden. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass PHP Unit einen sehr technischen Ansatz hat. Also man macht immer assert, das ist das. Bei PHP Spec ist das ein bisschen anders. Da geht es so ein bisschen darum, dass man etwas beschreibt und sozusagen, das tue ich rein und das kommt raus. Mehr sprachlich einfacher. So, was wollen wir machen? Das PHP Spec haben wir jetzt hier. Was machen wir jetzt hier? Ist also da, 2.0 installiert. Super. Ich möchte eine ganz einfache String-Formatter-Klasse schreiben. Das ist jetzt keine super Programmierleistung und sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich sinnvoll, aber irgendein Beispiel braucht man ja, mit dem man folgen kann. Deswegen machen wir. So, wir fangen damit an, dass man also sagt, PHP-Spec describe und wir nennen das Ding String Formatter. Okay, so. Jetzt hätte uns hier eine Datei erzeugt in diesem Spec-Verzeichnis. Die sieht so aus. Die hat den ersten Test drin. Ne? Und der erste Test heißt, ist das Ding überhaupt initialisierbar? So, das ist der erste Test, der da drin ist. So, was wir jetzt auch schon tun können, ist, wir können das Ding schon laufen lassen. Also machen wir jetzt PHP Spec Run. So, der Test funktioniert nicht. Warum nicht? Wird uns gesagt, diese Klasse gibt es ja gar nicht. Also, gut, bietet uns an, dann erzeugt er die eben. Gut, okay. Hat es jetzt created in Testing 1 SRC String Formatter PHP. Können wir sehen. Ich jetzt hier in dieses Verzeichnis gehe, da ist die Klasse. Super. Okay. Dann müsst ihr jetzt, doof, immer noch, bietet uns wieder an, diese Sache, diese Klasse zu laden. Was dann, warum? Wir machen jetzt mal hier nein, weil das haben wir ja schon gemacht. Wir müssen ein Autoloading einbauen. So. Und zwar, Autoload. Wir sind ja jetzt hier nicht in Joomla, sondern es ist ja reines PHP. Autoload, hier hinten kommt noch ein Komma, damit das nachher auch funktioniert. Und wir setzen, wir machen das so, das ist ein PSR 4. Meinst du, das weiß ich jetzt hier? Das ist ein Editor, PHP Storm ist das. Ja, so. Wir haben keinen Namespace. Aber unsere Dateien liegen in einem SRC-Verzeichnis. So, das ist im Grunde genommen alles. Dann müssen wir jetzt hier einen Composer-Dump-Autoload. Zack, Autoload-Files generiert, Tests laufen lassen, boom, green, super. Wir lassen uns also jetzt im Grunde genommen von diesen Tests, also wir haben ja jetzt noch nichts gemacht, also haben wir noch nichts falsch gemacht. Wir lassen uns jetzt quasi von diesen grünen Balken treiben. Und zwar, wir implementieren Funktionalität, beziehungsweise schreiben einen Test dafür und sagen, okay, der Test soll das und das tun. Dann steckt der Test natürlich erstmal fehl, dann implementieren wir die Funktionalität. Und zwar nur die Funktionalität, die wir brauchen, damit der Test grün wird. So. Mach mal ein Beispiel dazu. Wir gehen jetzt in unsere Spec-Datei wieder rein. So, also jetzt könnt ihr alle ein bisschen mehr sehen. Ich kann mal schon Wasser trinken. So, Function. Unser erster Test. Man schreibt es jetzt im Grunde genommen so richtig runter. It returns a string with starting uppercase every
Wort. Hup. Zack, zack. So, das ist jetzt also unser erster Test. So. Und jetzt einen Unterschied, den es auch zu PHP-Unit gibt, ist, wenn ich hier sys schreibe, dann ist sys die Klasse, die ich testen möchte. Das ist bei PHP-Unit anders. Da ist die Klasse, die ich testen möchte, ist nicht sys, sondern die muss ich noch vorher erzeugen. Aber hier bei PHP-Spec ist das so, das ist genau die Klasse, die ich teste. So. Und ich sage jetzt, okay, ich möchte da eine UCWords-Funktion haben. Der gebe ich Hello World. Und dann sage ich das, also should return Hello World. So, das ist mein Test. Ja? So, und ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil allein schon die Testbeschreibung, die ihr da seht, sagt ja eigentlich schon eine ganze Menge aus. Ne? Es sagt relativ gut aus, was ich teste, also was mein Testfall ist. Ne? It returns a string with starting uppercase every word. Und da steht, this UCWords ist die Funktion, die ich aufrufe. Der gebe ich was, should return hello world. Versteht doch quasi jeder. Brauche ich keinen Kommentarblock mehr drüber machen. Dann lasse ich das jetzt nochmal laufen. Einer war wieder passed. Das war der is initial, dass man es initialisieren kann. Und er sagt mir jetzt hier, okay, do you want me to create string formatter UC words for you? Alles klar, das darfst du machen. Ups, nein. Der ist es. Hat mir das erzeugt. Und ich sollte das eigentlich so programmieren können, ne? Naja, okay. Ich habe mir trotzdem das aufgeschrieben. Also, das Ding kriegt einen String. Und wir holen uns die Words. Ich mache jetzt nicht wirklich alle, weil UC Words gibt es ja jetzt auch schon als String-Funktion. Ich möchte jetzt trotzdem mal ausprobieren, weil sonst ist es ja ganz doof. Und machen wir. Du hast vollkommen recht. Das machen wir jetzt sogar mal. Hello World. Das lassen wir jetzt mal drin, das muss ich ja gleich nochmal schreiben. Green. So, das nennt man Slime. Und zwar nur so viel Code schreiben, damit der Test wieder grün wird. So, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen, bringt nicht so ganz so viel. Deswegen, aber wir haben den Test zum Funktionieren gebracht. Okay, sind wir eigentlich mit dem ersten Test weiter. So. Schauen wir den zweiten. Zweiter Test. Wildcards? Ja, das sollte passen. Das ist ja ein einfacher Vergleich, ne? This is a simple sentence. Should return. This is a simple sentence. Okay. Habe ich nicht vertippt? Das wird laufen. Okay. Sag mir jetzt relativ, was es ist. Also er hat erwartet, und es returned. Aber das. So. Okay. Also mit unserem ersten Ansatz
Hello World zurückzuliefern, sind wir jetzt nicht so ganz so weit gekommen. Also versuchen wir doch mal ein bisschen mehr Code. So, wir machen einen Explode drauf. Und das ist meine dritte Seite. So, und wir machen jetzt hier dann noch ein for each $words as $word. Müssen wir mal meine Uhr hier hinlegen. Weil beim ersten Vortrag bin ich ein bisschen aus der Zeit rausgelaufen. Da war auf einmal die Zeit vorbei, obwohl ich noch gar nicht fertig war. So, wir holen uns jetzt einmal first char. Machen wir es einfach relativ simpel. Nein, wir machen es so. Word. Da kriegen wir den drauf. So bekommen wir den, ne? So. str to upper. Glaubt ihr mir nicht, dass das so geht? Es geht so. Nein, man kann auf die einzelnen Elemente eines Strings zugreifen, wenn man das so macht. Das geht. Ja. Ne, mit Eckigen nicht. Eckigen auch? Eckigen auch? Gut. Okay. So, okay. Das Einzige, was wir jetzt hier noch tun müssen, damit das auch wirklich funktioniert, ist, wir müssen dem hier ein Ampersand geben, damit das geht. Ne? Return implode $words. So. Ja, ne? Das sollte funktionieren, oder? Funktioniert, super. So weit, so gut, ne? Also jetzt haben wir das quasi implementiert. Wir haben unsere Tests wieder zum Funktionieren gebracht. Was habe ich denn jetzt noch gemacht? Okay. Schreiben wir doch vielleicht noch einen Test. Und den nennen wir it should not, na komm ey, change an uppercase string. So, this you see words, zack, zack, was habe ich jetzt hier, hello world, should return hello world, ja, okay, funktioniert auch. Letzter Test hierzu. It should return a single word. Okay, single. War so richtig. Das. Word. Oh Gott, meine Güte. Also wenn man das zu Hause schreibt, ist das viel einfacher.
ist der Stress nicht so groß. Okay, also jetzt kopiere ich mir das hier mal. Cool, auch das geht. So, jetzt haben wir ein paar Tests für diese Klasse geschrieben. So. Und jetzt können wir uns eigentlich nur unseren Production Code angucken. Das Coole an der Situation jetzt ist, also ganz so toll finde ich den Production Code noch nicht hier, den kann man vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Das Schöne ist aber, alles das, was ich jetzt tue, habe ich ja backed up mit Tests. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas verändere, lasse ich einfach meine Tests wieder laufen und bin sicher, dass die Sache noch so funktioniert wie vorher. So. Also, ich finde, wir könnten das hier mal refactoren. Vielleicht braucht man das ja irgendwann mal für ein einzelnes Wort. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Funktion oder sowas. Also kann ich jetzt hier... Ne, warte, stopp. Refactoring, Extract, Method. Boom. Wir nennen das UC Word. Refactoring das. Okay. Sieht nicht so schlecht aus. Das funktioniert auch. Laufen die Tests noch? Läuft auch. So. So, wie findet ihr das? Also jetzt so vom Visuellen her, so wie kriegt man da einen besseren Zugang zu? Anstatt ja. Also ich finde auch so. Ja, klar, besser. Ja, gut. Command Line? Ach so, oh. Ja, ich sehe die jeden Tag. So. Also ich glaube, es ist mehr, also PHP 6 ist noch relativ jung. So, ich denke, das wird weiter wachsen. Es ist ein anderer Ansatz. Ne? Ich glaube nicht, dass es wirklich alles das bietet, was PHP Unit bietet. So, das ist schon. Na gut, so frisch ist es noch nicht mehr, aber also es, man kann es benutzen, also durch. Durchaus für Unit-Tests ist es auf jeden Fall gut genug. Gut. Ja, also hierbei macht es ja gar keinen anderen Sinn. Ne? Ja. Also. Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Also, was willst du Wildcards machen? Also, willst du irgendwie einen Stern dahin machen? Dann hast du einen Stern. Nein. Ja, also, es ist ja, du Testfälle sind. Regular Expression meinst du? Gibt bestimmt irgendwie. Ja. Ich definiere, wie meine Parameter aussehen, ich definiere genau, wie das, was rauskommen soll, 1:1. Und ab da bin ich eben drin verantwortlich, dass wir die Unit.
Das ist, du definierst dir deine Welt quasi und guckst, dass das in deiner Welt funktioniert. Exakten Beispiel. Also ich gebe ein Beispiel, ich gebe 1:1 den Parameter aus und gebe 1:1 das Ergebnis aus. Man muss natürlich bei dem, was man wählt, was man reinwirft, muss man natürlich ein bisschen nachdenken. Also man sollte natürlich dann gucken, dass man dann so die ganze Range der Möglichkeiten auch irgendwie abdeckt. Na? Ich denke auch, das ist genau das Problem, dass man seine Teststelle so spezifiziert, dass man alles abgedeckt hat nachher. Dann haben wir den Fall mit dem Hello World. Ich glaube, alles gut. Ja, genau. Irgendwann muss man mal wieder ein Schwein investieren. Ja, oder? Also normalerweise generiert sich die Code-Coverage. Und ja, dann sieht man genau, wie viele Zeilen von beim Test und so strukturiert werden. Okay, das heißt, also, dass wenn du. Du musst, je mehr Tests du definierst, desto mehr bist du auch kompliziert. Wenn du siehst, genau welche Zeile angesprochen wird durch deinen Test. Also wenn du ein If-Statement in deiner Funktion drin hast, ja, und sag ich mal, irgendein bestimmter Value da reinkommt, wo sie null oder false sein muss, ja, und du aber das nie darauf testest, dann wird dieser Teil, der in dem If steht, nie angelaufen werden. Genau. Und der wird immer rot sein. Und dann ist deine Coverage schlecht. Was aber, ja. Du alles rausfinden, was dir fehlt. Also, du musst alle Tests, also jede Exception, alle Zeilen, wobei du nicht sicher sein kannst, ist, wenn du eine 100% Code Coverage hast, dass du alle Fälle getestet hast, wirklich. Da kannst du immer noch nicht drüber sicher sein. Ne? Aber du bist jetzt mal überall durchgelaufen und so weiter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Boah, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ne? Da merkt man vielleicht, was man gar nicht braucht. Okay, das ist die eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt wollte ich euch gerne noch eine zweite Sache zeigen. Und zwar, so, das kennt ihr wahrscheinlich alle. So, habt ihr alle schon mal gesehen, oder? Das hier? So, das ist eine Joomla-Installation. So, und die Frage ist ja, das waren jetzt gerade Unit-Tests. Da habe ich eine ganz kleine Einheit gehabt, die ich wirklich auch isoliert testen konnte. Und das ist relativ, relativ simpel. Jetzt habe ich aber bei Joomla das Problem, dass eigentlich fast nichts isoliert ist. Also du hast immer, selbst wenn du in einer Komponente irgendein Model oder sowas drin hast, ist das ja von JModel letzten Endes abgeleitet. Das heißt, es ist nicht wirklich isoliert. Ja, da ist immer, hängt immer was dran. Und bei JModel, wenn du das initialisierst, dann holst du dir JFactory rein, statische Klasse, JDatabase, J hast du nicht gesehen, alle möglichen Sachen. Also wenn du ein Model nimmst, hast du schon einen riesen Rattenschwanz an Sachen und du kannst das quasi gar nicht mehr isoliert testen. Das ist doof. Und was ich jetzt eigentlich zeigen möchte, ist, es gibt ein anderes Tool, das nennt sich Codeception. Und das bietet so eine Kombination aus verschiedenen Tools. Und das bietet auch die Möglichkeit, sogenannte Acceptance-Tests zu machen. Und aus meiner Sicht in einer ziemlich coolen Art. Ich habe die Composer-JSON habe ich schon mal vorbereitet. Ich mache jetzt hier nur noch ein Composer Update, wenn ich es schreiben könnte. Und hole mir jetzt die Dependencies rein. Und der holt sich jetzt Codeception. Ist das Tool. Und noch ein zweites Tool, das nennt sich Mailcatcher. Und hier sehen wir auch schon wieder, da haben wir auch auf einmal wieder das PHP-Unit dabei. Also, so. Ich habe Vendor-Bin in meinem Pfad drin, also kann ich Codecept, heißt der Befehl. Wenn ich jetzt hier sage Bootstrap, dann fängt der an. So, Open Directory. Joomla Day Testing Juice.
this window. Das sonst so. Der hat jetzt hier so eine Art, der hat jetzt hier ein Testdirektory angelegt. Da kann er sehen, also Acceptance Test, Function Test, Unit Test, kann das Teil auch, macht es mit PHP Unit. Es gibt so eine Codeception YAML Datei hier, da kann ich also meine Datenbank Sachen reintun. Ja, ich helfe bei PHP Storm. Und jetzt muss ich mir wohl eine Sache mal rauskopieren, weil da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich das nicht mache, dann vertippe ich mich da irgendwo. Und in Anbetracht, dass es jetzt auch nur wieder eine Viertelstunde ist. Möchte ich das ungern. Also das Erste, was ich jetzt hier mache, ich richte mir jetzt hier quasi eine Datenbankverbindung ein. Es gibt hier so einen Dump. Ja, ich habe schon einen Dump von der Datenbank gemacht. So, der liegt hier unter Männchen hier. Dump SQL, da liegt er. Ja. Und den kopiere ich jetzt nach Data, da ist es, okay. Da gehen wir hin, cp, dump, nach hier, okay. So, jetzt habe ich also sozusagen die Situation, die Datenbank hat, eingefroren. Und das wird mir also immer wieder sozusagen zurückgesetzt. So. Eine zweite Sache, damit das auch noch funktioniert. Es gibt auch Konfiguration für die einzelnen Suiten hier. So, und ich möchte jetzt hier noch Mailcatcher benutzen. Da sage ich auch gleich, was das ist. Es ist das, was der Name sagt, genau. Es catcht Mails. Nee. Relativ cool. Ich möchte einen Prozess auspuren. Ich möchte einen Prozess testen. Zum Beispiel möchte ich den Prozess der Registrierung testen. So. Und wie ihr vielleicht wisst, bei der Registrierung wird am Ende der Registrierung eine E-Mail verschickt. So. Und ich will aber jetzt nicht irgendwie überall in die Welt E-Mails verschicken, sondern dieser Mailcatcher definiert einen lokalen SMTP-Server, den ich natürlich hier noch eintragen muss, fällt mir gerade ein. und zwar, kurz gucken. Die drei Zeilen brauchen wir. Okay. Eine kurze Sache noch mal gucken, wie steht das? Hier. Noch einmal, dass es so geht. Mailcatcher. Okay, das ist gut. So. Okay, localhost. Okay, da ist es sogar schon. So, es gibt hier so, das hat so ein Interface.
Ja, ich bin, ja, bin ich. Ich bin immer sicher, was ich tue. So, okay. Jetzt erstellen wir unseren ersten Test. Also wir haben jetzt dafür gesorgt, nur mal kurz um die Umgebung darzustellen, wir haben dafür gesorgt, dass wir die Datenbank gespeichert haben. Heißt, wir können die Tests immer wieder weiterlaufen lassen, weil wir die Ausgangssituation gespeichert haben. Sind alle Veränderungen, die wir haben, sind danach dann zwar weg, aber das ist ja egal. Wir haben dafür gesorgt, dass wenn Mails verschickt werden, wir die abfangen können. Und wir haben dieses Codeception auch installiert und jetzt brauchen wir im Grunde genommen nur noch unseren ersten Test. Nicht Code sign, sondern Code. Okay. Codecept. Generate Sept acceptance. Und wir wollen testen Register User. Ich habe mich nicht vertan. Super. Okay. Das ist ein Acceptance Test, das ist der andere. So sieht das aus. Und das fängt im Grunde genommen an, dass man hier so ein Objekt erzeugt, einen neuen Acceptance-Tester. Dann kann man damit anfangen, I am, also wer bin ich erstmal, definieren. Ich bin ein Guest. So. I want to. Register an User Account. Okay? So. Ich weiß, ich habe da oben was vergessen. Localhost. Geh mal kurz auf die Seite. So sieht die Seite aus. Wie registriert man einen Benutzer? Man klickt hier auf Create an Account, füllt das aus und drückt auf Register. Das ist der Prozess, ne? Okay. Gut, dann machen wir das doch. Schreiben wir das einfach runter. Dollar. I on page. Slash. Ich bin also auf der Homepage. I click. Create an account. So, okay. Jetzt kann ich auch zum Beispiel sagen, was sehe ich denn jetzt? Also Dollar I see. User Registration. So sehe ich das aber nicht, weil es ist nämlich auseinander. Das Registration ist groß. Ne? User Registration, das sehe ich. So. Das müsste mal laufen. Okay. Mailcatcher ist nicht konfiguriert. Habe ich aber doch gemacht. Acceptance. Mailcatcher. Ah, okay. Mein Fehler. Wenn man daran was ändert, dann muss man immer Codeception Build Aufruf. Code. Build. Bild. Ach man, ey. Where point please up the contributions required fields.
Das mache ich, das ist erstmal. Machen wir denn das? Ich mache das, aber ich mache das anders. Das ist jetzt zu doof hier. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen? Oder? Nee, das war ein Konflikt. In dem Bereich, das stand noch unter Modules und Labels. Ah, okay, ja, du hast recht. Ja, okay. Das Bild. So, jetzt na, machen wir es richtig, funktioniert es auch direkt. So. Jetzt sehen wir hier, also der hat es jetzt versucht. I click create an account. Failure one test. Warum hat das gefehlt? Kunde click create an account. Okay. Nee. Genau so, ne? Sehe ich auch so. Nee, das ist der, da musst du wirklich den Button, ja. Ja, das hat doch in dem anderen funktioniert. Warum soll das denn jetzt hier nicht funktionieren? Ja, wenn es eine hat, ne? Das ist so, dass. Ups. Ah. Hab ich die ersten Leute schon verscheucht hier. Click, create an account, das ist so. Also ich habe was ausprobiert. Das wäre ja nicht doof. So funktionierte das. Also irgendwas Quelltext, dann der String davor und dahinter ein Leerzeichen. Hm? Was? Ist, ich nochmal schwarz, also ja, okay. Der darf auch mal. Starten Sie einfach den Rechner nochmal neu. Genau, so machen wir das. Erstmal kurz gut. Ich kann das gerne mal probieren. Einfach nur so. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Das mal auf, wir machen das mal kurz anders, weil wir sind jetzt sowieso ziemlich spät in der Zeit. So, das hier ist das ist im Grunde genommen das andere. Die andere, mein Test, den ich gemacht habe. So. Genau. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt gehe ich nämlich mal in dieses andere Ding rein. Und mache jetzt hier mal Code. Accept Run. Tja, hier hat es geklappt. So, also hier hat es jetzt geklappt. Warum jetzt genau, weiß ich jetzt auch nicht, ist wahrscheinlich Vorführeffekt. Aber deswegen erkläre ich es jetzt einfach nochmal kurz an den Sachen, was ich hier gemacht habe. Also im Grunde genommen, hier click create an account, dann see user registration, das war das, was man sehen kann. Dann werden die Felder ausgefüllt, dann auf Register geklickt,
Das war unten der Button. Und dann kommt dieses Thema Mailcatcher sozusagen ins Spiel. Und da kann man also mit diesem, da gibt es noch ein Package, das habe ich im Eurocomposer auch installiert. Und dieses Package kann dann von Codeception in die letzte Mail reingucken und guckt dann, ob das hier New Account is created, must be active, bla bla bla. So. So. Und dann hat man sozusagen, da haben wir jetzt, in dem Fall haben wir jetzt getestet, der Benutzer ist registriert, es wurde die E-Mail verschickt, die haben wir uns abgefangen und da steht drin, dass der Account created ist. Nächster Schritt wäre jetzt, sich den Activation-Link zu nehmen, vielleicht dann irgendwie den loszuschicken. Dann ist man aktiviert, dann könnte man sich als nächsten Schritt dann mit dem Benutzer mal einloggen. Und da hätte man quasi den gesamten Prozess einmal so von vorne bis hinten durchgetestet. Man kann natürlich auch noch in die Datenbank reingucken, gibt es in der Datenbank den entsprechenden Datensatz und so weiter und so fort. Das sind so die ganzen Möglichkeiten, die man für sowas hat. Alles für Omme, weil die ganzen Tools sind umsonst und kann man, wie gesagt, in ein paar Minuten installieren. Muss man sich ein bisschen mit anfreunden und ein bisschen mit testen und versuchen. Aber letzten Endes, finde ich, ist das für bestimmte Szenarien gar nicht so doof, das so zu machen. Da kann man nämlich einfach mal was verändern, kann seine Tests mal laufen lassen und solange alles noch grün ist, weiß man zumindest, dass seine Kernfunktionen noch genauso sind wie vorher. Ja, natürlich. Dieses Mailcatcher hier, da kannst du die E-Mails sehen. Ne? Mit Texten und drum und dran. Da steht eben das so drin. Ne? Account is great, bla bla bla. Ja. Das ist so ein PHP-Browser, der kann nicht unbedingt alles, ist also nicht so wie Selenium-Tests, aber der kann schon eine Menge. Wie gesagt, mit dem Klicken und so weiter und auf den Sachen ist es schon manchmal ein bisschen tricky. Ne? Das liegt aber viel daran, dass da bei Joomla diese Formulare nicht immer wirkliche IDs haben und so. Das ist schon ein bisschen. Ja. Also. So, war wie nur ein ganz kurzer Einblick. So, das sind so die Sachen, die mich so in den letzten Wochen so ein bisschen mehr beschäftigt haben und die ich total spannend finde. So. Es ist natürlich Arbeit, klar, aber gerade dieser Gedanke, vielleicht beim Entwickeln zuerst an Tests zu denken und dann vielleicht die ganze Entwicklung so zu machen, dass man auch sagt, okay, ich schreibe wirklich nur so viel Code, damit meine Tests funktionieren, ist gar nicht so doof eigentlich. Das hält einen davon ab, irgendwie alles hundertprozentig oder tausendprozentig, hundertprozentig soll man es immer machen, aber dann tausendprozentig doch an irgendwelche Erweiterungen, die vielleicht in 3 Jahren mal interessant sind, die man dann direkt noch mit reinbauen möchte, hält einen vielleicht so ein bisschen davon ab, wenn man sagt, okay, wenn das Ding grün ist, dann bin ich fertig. Ab in die Sonne. Ab in die Sonne und ab zum Kuchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.